100 Schichten von Leckereien, 10 Minuten Spaß und 3 coole Teilnehmerinnen. Das alles ist die neue Challenge von Barada. Bleibt dran! Wow! Ein Keks? Das ist voll wenig. Aber wenigstens besser als gar nichts. Sieht so aus, als wäre jemand richtig hungrig. Aua, sei doch vorsichtig. Du hast mir direkt auf die Stirn getroffen. Ich werde es wieder tun, wenn du mir in die Quere kommst. Bingo. Oh, ich habe mir was einfallen lassen. Pass mal auf. Ich habe Angst. Leg die Säge weg. Entspann dich. Ich will doch nur meinen Keks schneiden. Vorsicht, die Krümel fliegen in unsere Richtung. Das war's. Ich bin fast fertig. Jetzt noch ein letzter Schnitt. Und nun kann ich meinen Schokoriegel genießen. Du hast uns schmutzig gemacht. Sieh dir das an. Oh, tut mir leid. Das war aus Versehen. Hauptsache, alles hat geklappt. Als hätte ich viel mehr Schokolade bekommen. Jedes Stück ist lecker. Super. Zu schade, dass mein Keks schon alle ist. Okay, jetzt bin ich also dran. Weg mit den Verpackungen. So ist besser. Das hast du ja toll gemacht. Dankeschön. Und jetzt kann ich gleich alles auf einmal aufessen. Ich liebe es. Gut, dass ich noch mehr Riegel habe. Bingo. Ach so, ich habe eine Idee. Was willst du mit der Milch? Aua, mein Kopf. Wieso wirfst du die ganze Zeit Dinge nach mir? Sorry, aber ich mache mir gerade eine Schokomilch. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich bin mir sicher, dass mit der Schokomilch meine Twix noch besser schmecken werden. Och, was für eine tolle Kombination. Ich würde auch gerne was probieren. Ein anderes Mal. Jetzt bin ich dran. Ich weiß auch schon, was man mit so viel Schokolade machen kann. Ich fange damit an, alle Verpackungen wegzupusten. Wie hast du denn das gemacht? Fantastisch! Und jetzt beginnen wir den Bau meiner Festung. Ich brauche einen Spachtel und natürlich süße Nutella. Ich liebe es. Riecht super. Ich schmier die Nutella auf die Twix und baue daraus einen Turm. Seht ihr, die Nutella hält alles zusammen. Ich bin fast fertig. Fantastisch. Was für ein hoher Turm. Lass uns was davon probieren. Wieso wackelt mein Turm? Was macht ihr denn da? Der Turm wird doch umfallen. Das reicht. Bitte. Oh nein. Ups, das hätten wir wohl nicht tun sollen. Na wartet, ihr könnt noch was erleben. Tut mir leid, wir konnten uns nicht zurückhalten. Gut, dass ich einen Helm getragen habe. Das sind ja Glotzer. Ich würde von meiner Portion nicht im Plural sprechen. Du hast nur ein Auge. Du hast die kleinste Portion bekommen. Na warte, hör auf, mich auszulachen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Na warte, ich werde mich noch rächen. Mal sehen, wie dir mein Streich gefallen wird. Sieht ganz schön gruselig aus, nicht wahr? Hilf mir! Was ist denn hier passiert? Wo kommt das Auge her? Was für ein Halbtraum! Macht voll Angst, nicht wahr? Wieso habt ihr mit dem Auge nach mir geworfen? Ups. Ich glaube, mein Streich ist außer Kontrolle geraten. Ich ersticke, ich kann nicht atmen. Es wird Zeit für ein Frühstück. Ich liebe diese Schokokugeln. Ach du meine Güte, ein Auge! Gut, dass das nur ein Scherz war. Ich bin schon fast ausgeflippt. Das Auge ist übrigens richtig köstlich. So schade, dass ich nichts mehr habe. Dann bin ich jetzt dran. Ich hoffe, die Dinger werden mir auch gefallen. Oh ja, das ist köstlich. Ich liebe Fruchtgummi. No. Hey, Finger weg. Das ist meine Portion. Alle 100 Augen gehören mir. Die sind so schön weich und süß. Super. Genau so mag ich sie. Gib uns vielleicht was ab. Du hast so viel. Gib uns bitte ein einziges Auge. Tut mir leid, aber ich habe nichts mehr. Zu spät. Ich fühle mich irgendwie komisch. Oh, was ist denn hier los? Was ist mit meinem Gesicht passiert? Sieht aus, als hättest du zu viel Augen gegessen.
Nur ein Chipsstück? Schaut mal, habt ihr jemals 100 Packungen Chips gesehen? Ha, da hat aber jemand Pech gehabt. Das ist sicher. Ich kann das Ding nicht mal heben. Was hat sie vor? Ich brauche ein Vergrößerungsglas. Wieso kann ich das Ding endlich essen? Ich hab's geschafft, das Ding hochzubekommen. Ich werde versuchen, den Genuss in die Länge zu ziehen. Das war's wohl. Das war zu schnell. Das heißt, jetzt bin ich dran. Oh Mann, was für ein guter Deckel. Ich krieg ihn kaum ab. Na komm schon. Sieht aus, als würde jemand hungrig bleiben. Niemals. Ich werde das Ding noch öffnen. Schaut, ich hab's geschafft. Wieso hast du das Ding hochgeworfen? Das werde ich euch gleich zeigen. Oh, voll cool. Das verdient Respekt. Natürlich tut es das. Ich bin ein Meister im Chipsessen. Oh, mein Kopf. Ah, was für Sternchen. Ich glaube, die muss noch ein bisschen trainieren. Okay, das heißt, jetzt bin ich dran. Wir sind doch beste Freunde. Kannst du mir was geben? Aua! Jetzt hör auf, die Dinger nach mir zu werfen. Tut mir leid, ich kann dich nicht hören. Ich glaube, ich lege mich noch mal hin. Das ist so gut. Ich krieg einfach nicht genug davon. Vorsicht, du hättest mich fast geschlagen. Das war's. So kann das nicht weitergehen. Au, das tut weh. Mann, ich habe richtig Glück gehabt. Sie keine voreiligen Schlüsse. Geschieht ihr zurecht. Sie hat das bekommen, was sie verdient hat. Brokkoli, soll das euer Ernst sein? Und ich habe nur einen Kern oder einen Samen. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung, ich probiere es einfach. Wie geht? Ich kann das Ding ja nicht kauen. Was hast du vor? Ich denke, ich muss den Samen pflanzen. Hör auf, uns mit Erde voll zu werfen. Schluss damit. Ich muss ein tiefes Loch graben. Wegen dir sind wir voller Erde. So, genau wie mein Samen. Ich bezweifle, dass daraus was wird. Das werden wir noch herausfinden. Und du kannst so lange dein Brokkoli essen. Das riecht voll eklig. Ich hasse Gemüse. Das ist voll ungenießbar. Gut, dass ich die kleinste Portion bekommen habe. Ach, ich muss dringend was trinken. Gut, dass ich eine Cola habe. Ich fühle mich gleich viel besser. Oh, gib das mal her. Ich muss meine Pflanze gießen. Die braucht Feuchtigkeit. Na, hat's dir geholfen? Oh, meine Pflanze fängt an zu sprießen. Niemals. Super. Jetzt musst du das Ding aber probieren. Guten Appetit. Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass das so enden würde. Besser hätte ich gar nichts erst angebaut. Ich mag keinen Brokkoli. Außerdem bist du jetzt voller Erde. Ich hab's geschafft. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Schaut mal, da ist ein Vogel. Ah, die haben mir tatsächlich geglaubt. Die sind so leicht zu täuschen. Weg mit diesem Brokkoli. Mia, du wolltest mich wohl austricksen? Niemals. Ich fange die Dinger auf. Das war's. Ich bin fast fertig. Nur noch ein kleiner Bissen. Und wie sieht's mit dem Rest aus? Den habe ich extra für dich aufgesammelt. Oh Mann, mein Plan ist gescheitert. Na los, lass dich nicht ablenken. Skittles, voll super. Jemand hat die kleinste Portion bekommen. Das klingt traurig, aber ich habe nur ein Bonbon. Verliererin. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich weiß, was zu tun ist. Wozu brauchst du ein Handy? Das werdet ihr gleich sehen. Ich muss mein Bonbon ein bisschen vergrößern. Wow, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich habe immer noch ein Bonbon, aber das ist um einiges größer. Wow, so ein Bonbon hätte ich auch gerne. So, jetzt bist du dran. Los geht's.
Ich habe auch einen tollen Plan. Ich werde die Dinger mit dem Mund auffangen. Völlig daneben. Macht nichts. Mach dir nichts draus. Ich habe mir was Besseres ausgedacht. Hey, hör sofort damit auf. Das sind meine Süßigkeiten. Ich werde die selber essen. Mit welcher Farbe soll ich anfangen? Oh, es gibt so viele. Mit der hier? Oder lieber mit der hier? Ich weiß, was zu tun ist. Was zum Teufel ist das denn? Noch verstehe ich's nicht, aber die hat eindeutig was vor. Das ist so eine Art Lotterie. Die wird mir sagen, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Was bedeutet das orangene Bonbon? Nur eine Sache. Ich weiß, was ich wählen soll. Die orangenen Skittles. Na, schmecken sie dir? Oh, total. Und mir ist egal, in welcher Reihenfolge ich die Dinger esse. Kann ich auch an der Lotterie teilnehmen? Mal sehen, was da drin ist. Wow, du hast die Glückskugel gezogen. Ich habe so lange von so einem großen Bonbon geträumt und endlich ist mein Traum wahr geworden. Schaut mal, da sind noch mehr Skittles drin. Kannst du uns was abgeben? Okay. Bitte, bitte? Please. Aber sicher doch. Schließlich sind wir ja Freunde. Dankeschön. Lecker Schmecker. Oh, was für ein schöner, festlicher Tisch. Genau das, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe. Okay. Oh, da ist schon jemand. Ich öffne die Tür. Wer ist denn das? Hallo, die Blumen sind für Sie. Oh, wie schön. So viele Süßigkeiten. Ich will alles davon probieren. Vor allem diesen Schokobrunnen. Da tue ich erstmal den Marshmallow rein. Unglaublich lecker. Ich will noch was anderes probieren. Die Schokolade ist so lecker. Ich stelle die Blumen in die Vase. Super. Ich nehme mir noch den Keks. Yummy. Jennifer, was erlaubst du dir? Die Party hat noch nicht begonnen. Du hast bereits alles aufgegessen. Tut mir leid, Mia, aber ich kann nicht so lange warten. Die Schokolade ist so lecker. Nein, gib mir den Brunnen. Nein, gib ihn zurück. Ich will auch was essen. Los, nicht das. Oh mein Gott. Du hast mein Outfit ruiniert. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ich bin für den Kampf bereit. Mach dich bereit. In dieser Challenge werde ich dich schlagen. Das glaube ich nicht. Ich bin nämlich zu allem bereit. Frische Erdbeeren, großartig. Na also, das fängt hier gar nicht gut an. Das würde ich nicht sagen. Ich liebe diese reifen Erdbeeren. Und die Schokolade macht die noch köstlicher. Willst du auch was probieren? Hey, Jennifer, was soll das? Das ist voll ungerecht. Ich wollte bloß, dass du mich genug beneidest. Diese Erdbeeren gehören mir und nur mir alleine. Oh, die sind so saftig. Perfekt mit der Schokolade. Hör auf, das tut weh. Ach komm schon, das war aus Versehen. Oh, ich habe eine Idee. Willst du mich schon wieder ärgern? Ich kaufe dir das nicht ab. Nein, ich wollte dir bloß einen Trick zeigen. Voll cool, nicht wahr? Das war noch nicht alles. Pass mal auf. Ich werde all diese Erdbeeren in Schokolade tunken und hochwerfen. Oh Mist. Nein. Hier ist was schiefgegangen. Oh Menno. Jetzt bin ich voll dreckig und habe nichts davon probiert. Das hast du verdient. Deine eigene Schuld. Mal sehen, wie du mit deinen Chilis umgehen wirst. Ich glaube, die zu essen wird schwieriger sein als deine Erdbeeren. Aber ich muss es schaffen. Auch wenn ich gar keine Lust drauf habe. Ich habe mal gehört, es soll scharfe Schokolade geben. Was für ein Blödsinn. Das ist mega eklig, aber ich muss weitermachen. Mia, du bist ja ganz rot. Weil ich brenne. Hilfe! Was soll ich jetzt tun? Ich bin in Panik. Du hättest mir einfach ein Glas Wasser geben können. Ich muss dringend die Schokolade trinken. Jetzt geht's mir viel besser.
Ich fühle mich nicht ganz gut. Ich muss mich etwas ausruhen. Bloß nicht das. Du hast mein Erdbeeren verbrannt. Sorry, das war aus Versehen. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was unter diesem Deckel ist. Oh yeah, es gibt Skittles. Was könnte besser sein? Und was hast du? Lass es uns herausfinden. Oh nein, das ist ein roher Fisch. Voll ekelhaft, der stinkt ja. Dann iss ihn so schnell wie möglich. Ich kann das auch nicht riechen. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Mal sehen, wie du das schaffen wirst. Wenn du es schaffst. Hey, hey, hey. Halt das Ding bloß fern von mir. Oh, Menno. No! Warum hast du mich erschrocken? Ups. Das wollte ich nicht. Hier, nimm deinen Fisch zurück. Okay. Okay, je schneller ich anfange, desto schneller bin ich damit fertig. Oh, das war's auch schon. Oh, das war ganz schön furchtbar. Wie auch immer, mein Beileid. Jetzt kann ich aber mit meinen Skittles weitermachen. Ich schütte die in eine Schüssel und nehme mir einen großen Schöpflöffel. Das wird die Sache viel einfacher machen. Kannst du mir auch was abgeben? Nein, komm mir ja nicht in die Quere. Siehst du, ich bin beschäftigt. Ich setze meinen genialen Plan um. Endlich. Skittles mit Schokoladenüberzug. Was könnte besser sein? Das bezweifle ich nicht. Ich will auch was probieren. Yummy. Gib mir sofort meine Süßigkeiten zurück. Sei nicht so gierig. Wir sind doch Freunde. Schau mal, wir haben die Skittles in den Schokobrunnen geworfen. Genau. Das ist sogar besser so. Mann, ist das lecker. Ich kann auch was probieren. Nein, auf keinen Fall. Ich habe doch Nein gesagt. Das werde ich dir nie vergessen. Lass uns weitermachen. Was für ein leckerer Burger. Ich liebe es. Und was hast du? Eine riesige, wahnsinnig schöne Torte. Die Creme sieht so verlockend aus. Was machst du da? Fass ja nicht meine Torte an. Iss lieber deinen Burger. Du hast recht, ich habe was zu tun. Den tunke ich jetzt in die Schokolade und werde ihn probieren. Yummy. Ich habe noch nie einen Burger mit Schokolade probiert. Oh Mann, ich hätte es besser nie getan. Dummkopf, es war doch klar, dass das richtig eklig sein würde. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Ich muss einfach alles aufessen, was drin ist. Die Gurken, die Tomaten, den Salat, die Boulette. Und das Brötchen mit Schokolade wird dann mein Dessert sein. Ach, den Käse hätte ich ja fast vergessen. Den muss ich vorher essen. Das schmeckt voll lecker ohne Schokolade. Und hier kommt die Boulette. Ich liebe es. Ich bin schon ganz schön satt. Und jetzt kommt was Süßes. Na los, mach es endlich. Hab noch etwas Geduld, ich bin fast fertig. Okay, jetzt sind nur noch die Brötchen übrig. Genauso, wie ich es auch geplant habe. Die tunke ich in die Schokolade. Weißt du was, das sieht fast wie ein Schokokuchen aus. Oh Mann, wie lecker. Mein Plan hat funktioniert. Das war's. Ich bin froh. Also kann ich meine Torte probieren? Aber wie soll ich das machen? Ich will mich nicht schmutzig machen. Okay, ich schneide die Torte einfach in kleine Stückchen. So ist es viel einfacher, sie in den Brunnen zu stecken. Ich muss Gas geben. Komm her, meine kleine Torte. Ich habe eine Schokodusche vorbereitet. Ich bin mir sicher, das wird eine Schokobombe. Sieht fantastisch aus. Und schmeckt super. Gib mir auch was. Bitte, bitte, wir sind doch Freunde. Das ändert aber nichts. Nein. Och Mann. Ich glaube, ich muss diesem gierigen Mädchen eine Lektion erteilen. Ich werde einfach Tabasco in den Schokobrunnen geben. Mal sehen, was sie dann sagt. Nur ein paar Tropfen werden genügen. Und jetzt heißt es abwarten. Ich will noch mehr. Das ist so richtig gut.
Gefällt's dir wirklich? Du fragst noch. Natürlich. Aber warum ist das so scharf? Mein ganzer Mund steht in Flammen. Ah, ich muss dringend was von der Schokolade trinken. Oh nein, es wird immer schlimmer. Ich brenne immer schlimmer und schlimmer. Oh nein, sie hat viel zu viel Schokolade getrunken. Ich muss sie löschen. Gab es denn gar keine andere Möglichkeit? Thank you. Ist egal, Hauptsache mir geht's besser. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.